Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. So, ich stehe jetzt hier vor dem Restaurant. Ja, wo wir in der letzten Questfolge hier mit dem Restaurant hier geholfen haben und bei dem Karl Franz und ja, und der netten Dame. Ja, okay, ihr Lieben, ich würde mal nicht so lange rumquatschen jetzt und direkt anfangen. So, ihr Lieben, und schon stehe ich hier direkt bei Courtney und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir direkt die Quest an. So, gut, dann wäre alles bereit und wir können eröffnen. Willkommen im Restaurant Silbergabel, Abigail. Danke für alles. Nach den Gesprächen über das richtige Geschenk zur richtigen Zeit wäre es eine Frechheit, wenn ich dir jetzt keines geben würde. Hier das perfekte Geschenk zu diesem Anlass aus Dank für deine Verkuppelungshilfe und deine Unterstützung dabei, meinen Traum zu verwirklichen, bekommst du eine Diamantkette. Ein Fragezeichen, alles klar. Oh, okay. Wartet, ich schaue mal. Oh, ich glaube, ich muss mal den Rucksack hier ausleeren. So, wo haben wir denn das Geschenk? Oder muss ich. Hä? Seltsam. Naja, reden wir nochmal mit ihr. Oh, verzeih mir, jetzt werde ich ganz rot. Dieses Geschenk muss man jemandem geben, der einem dabei geholfen hat, eine schwere Tasche an einem Samstag zu tragen. Bitte entschuldige, wie konnte ich mich nur so irren? Das weiß doch, das wissen doch alle. Du bekommst natürlich eine Kappe und keine Kette. Oh, eine Diamantenkette, wie peinlich. Ach, das wäre ja cool gewesen. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen, bitte. Abigail, du bist jederzeit herzlich willkommen. Ciao. Okay, da ist die Quest jetzt tatsächlich abgeschlossen. Und nur wegen dem bisschen haben wir jetzt mit dem Tagesblogger hier rumgeeiert. So, okay, diese Kaffeekappe. Okay, sie ist sogar grün. Das gefällt mir natürlich. Aber ich lasse trotzdem meine Mütze jetzt auf. So, okay. Rauf aufs Pferd. Gut, jetzt schaue ich mal. Seht ihr, jetzt weiß ich nämlich wieder nicht, wo ich hier stehen geblieben bin. Aber naja. Ich habe übrigens. Also so, ich habe übrigens, als ich jetzt hier kein Video gemacht habe, da hatte ich schon mal ein paar Quests weitergemacht. Und zwar. Also es waren so einfach nur so ein paar Nebenquests. Ich wollte es euch bloß mal kurz mitteilen. Und zwar hier in Feargrove. Ja, genau, hier in Feargrove. Da hatte ich dort einen Hühnerstall gebaut in der Zeit. Und ja, dann habe ich im Wald Hühnerfutter ausgestreut, um Hühner anzulocken aus dem Wald. Und ja, und die habe ich dann eingefangen und in den Hühnerstall gesetzt. Und dort sind sie jetzt. Ja, und da ist dann natürlich jetzt auch der Tagesblogger. Also da kann man jetzt eh nicht weitermachen. Ja, und was ich noch gemacht habe, ist bei. Hier unten war das. Ja, genau, hier unten hier bei der. Wartet mal. Ja, Jalason-Farm, genau. Dort hatte ich noch was bei so einem Typen gemacht, den sein Handy keinen Empfang hatte. Und dann habe ich bei den GED-Mitarbeitern da dort geguckt, und die hatten dann irgendwie eine illegale Ausrüstung gehabt. Ja, und das haben wir dann. Ja, dann war ich bei der Jill in Silverglade und dann haben wir, ja, dann hat sie so ein Schreiben aufgesetzt für die Frau Trage und das hat sie jetzt dann irgendwie so akzeptiert, dass das halt, oder besser gesagt, dass das halt nicht so gut war. Und jetzt geht der Empfang erstmal wieder. Ja, das war irgendwie, also das war jetzt nur so die grobe Übersicht, was ich jetzt bis jetzt für Quest noch im Hintergrund gemacht hatte. Weil ich hatte ja in meinem Neujahrsvideo gesagt, dass ich nicht alle Quests mehr aufnehme und diese kleineren Sachen, wo man irgendwas einfangen muss und so, ja, die mache ich dann einfach offline, weil das sonst. Ich weiß nicht, das dauert sonst alles einfach viel zu lange und dann sitze ich wahrscheinlich nächstes Jahr
um diese Zeit immer noch hier und bin gerade mal Level 13 oder so. Da werde ich ja nie fertig. Ja, das war das. Und in der Zwischenzeit habe ich hier unten auch, da hatte ich bei der, wie hieß die, Lissy, genau, bei der Lissy, da habe ich ein Rennen freigeschaltet. Die hat ja Geburtstag gehabt und wollte noch mehr Kuchen haben, weil hatte ich vorher Kürbisse gesammelt für den Kuchen und so. Ja, und dann war halt so das Rennen dort freigeschaltet, dieses Springrennen. Und was habe ich noch gemacht? Genau, in Hollow Woods habe ich in der Zeit den Orientierungsritt freigeschaltet. Und ich habe, ah ja, genau, und ich habe das Hasenrennen hier in den, Moment, hier irgendwo war das, in den Everwindfeldern war das, glaube ich, ne? Oder hier irgendwo wo, in der Nähe von der Windmühle dort. Genau, dort hatte ich noch das Hasenrennen freigeschaltet. So, und das war, ja, das war jetzt erstmal das. Das war jetzt nichts Besonderes und da dachte ich mir, okay, kann man ja so nebenbei mal machen. So, jetzt muss ich mal schauen, ich weiß jetzt gerade nicht. Ups, das wollte ich doch nicht. Mal schauen, welche Quest ich jetzt noch habe. Weil hier genau, legen die Hühner Eier, das gehörte dann jetzt mit dazu zu dem Hühnerstall. Und ja, und diese illegale Sendeausrüstung bei... Also hier bei, ja, bei der bei den GD-Mitarbeitern wegen dem Handyempfang, das war das, genau. Und da waren dann die Tagesblocke und da kann ich jetzt eh nicht weitermachen. So, genau, ja, das, also das nächste wäre jetzt hier da bei Oma Rose im Feargrove. Das bedeutet, wenn ich diese Quest anfangen komme, werde ich nach Dandal kommen. Und ja, da freue ich mich ja schon riesig drauf, muss ich euch sagen, also... Endlich ein neues Gebiet und so, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das erst mache oder eventuell erstmal hier die Schatzjagd bei James. Ich würde vom Bauchgefühl her sagen, ich mache mal die Schatzjagd bei James zuerst und also ich werde auf jeden Fall die James Schatzjagd ja zuerst machen, bevor ich dann nach Dandal reise. Aber bevor wir die Schatzjagd machen, würde ich erstmal noch diese abschließen hier. Hohle pinke Farbe bei Elisabeth Sonnenbien. Da hatten wir in der letzten Folge, ich kann ja mal schon mal zum Transporter hier reiten, hatten wir in der letzten Folge, oder ja, da hatten wir die vertrockneten Blüten gesammelt für die Farbe, weil wir bekommen ja eine Weste und so. Und ja, da würde ich sagen, machen wir doch erstmal in Weldel weiter. Und weil ihr wisst ja, ich mag nicht gerne so viele verschiedene Dinge ja mit einmal anfangen, weil ich komme dann einfach so ein bisschen durcheinander und ich hoffe, das Geräusch ist nicht so laut jetzt. Ja, und ja, deswegen würde ich dann doch eher schauen, dass ich das irgendwie so ein bisschen einzeln mal mache. Genau. So, wo ist sie denn, die Gute? Okay, dann... Genau, dann würde ich sagen, machen wir erstmal diese Quest weiter und ja, die anderen machen wir dann danach, würde ich sagen. Ach so, und ich sehe gerade, hier ist ja noch eine Tagesquest. Ja, die müsste ich dann, ja, die werde ich aber dann offline machen wahrscheinlich. Okay, wir machen erstmal jetzt hier weiter, ihr Lieben. Okay, hallo Abigail, die Farbe ist fertig. Bringe sie zum Schneider. Ich hoffe, er wird zufrieden sein. Oh, da bekommen wir 90 Erfahrungspunkte. Oh, ihr Lieben, wir kommen ja fast Level 13, Mensch, das freut mich aber. Gut, also würde ich sagen, gehen wir mal zum Schneider nach Silverglade, oder besser gesagt Silverglade Village, und da sehen wir uns gleich dort wieder. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier bei dem Schneider Dexton und da machen wir doch direkt mal jetzt hier die Farbe abgeben, dass wir unsere Weste bekommen. Hab vielen Dank, Abigail. Ich kann sehen, dass diese Farbe von sehr guter Qualität ist. Das wird eine tolle Weste. Ja, sehr schön, das freut mich doch. Jetzt brauche ich blaue Farbe für die Wolle. Es gibt da einen speziellen blauen Stein in Jorvik, der genau die Farbe hat, die mir vorgeschwebt hat. Oh, ja. Der Schmied Konrad weiß viel über Steine und Minerale. Frag ihn mal. Okay. Sprich mit Konrad. Genau, so, ihr Lieben, dann reiten wir, oder beziehungsweise, dann beamen wir uns direkt nach Moorland zum Schneider und bis gleich.
So, da sind wir auch schon ruckzuck hier zum Schneider gebeamt worden. Und ich denke mal, wir müssen bestimmt jetzt hier wieder irgendwas mithelfen. Kann ich mir so vorstellen. Oder irgendwas suchen. Ja, hi Abigail, ob ich was über einen blauen Stein weiß, das tue ich tatsächlich. Er heißt, ja, Lapi und so weiter. Und ist sehr selten. Aha. Der Jovik-Lapi so und so. Seltener und schöner blauer Stein, um ihn finden zu können, musst du geduldig suchen. Ich habe allerdings ein paar hier in der Nähe gefunden. Reite zum westlichen Teil des Nilmer Berglands, das Gebiet westlich der verlassenen Farm, wo du gegen die Bobcats angetreten bist. Reite zu den Hügeln im Westen dieses Gebiets. Wenn du Glück hast, kannst du dort ein wenig Lapi Dingsbums finden. Komm zu mir zurück, wenn du drei Steine gefunden hast. Du kannst meine Steinhacke leihen, damit du die Stücke leichter herausbrechen kannst. Sehr cool. So, dann würde ich sagen, machen wir mal unsere tägliche Sucharbeit, die wir ja hier. Wir sind ja schon Profi darin. Aber ich glaube, Moment, wo muss ich jetzt lang? Ja. Ich glaube, ich habe solche Steine hier schon mal irgendwie dort gesehen. Aber. Ja, irgendwelche blauen Steine habe ich da gesehen. Okay, jetzt, wir reiten jetzt erstmal hier hoch und dann schauen wir mal. So. Ja, ihr hört, ich habe jetzt mal wieder die Standard. Ja, die Standard-Spiel. Ja, den Spielton und die Musik hier von Star Steel drin gelassen. Ja, ich finde das manchmal bei Quests manchmal doch nicht so, also ja, nicht so, also ganz in Ordnung. Also komisch, manchmal muss man absteigen und manchmal nicht. Naja, gut. Aber wenigstens können wir hier gleich auf dem Pferd bleiben und ja, ich habe das Gefühl, meine Stimme versagt schon wieder. Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Naja, da ist noch einer. Ja, die habe ich tatsächlich schon mal gesehen, hier die Steine. Oder ich kann mich auch total täuschen jetzt. So, super, das war's schon. Dann reiten wir direkt zurück. Machen wir mal den Rucksack hier zu. Genau so. Dann wieder zurück zum Schmied. Springen wir mal über sie drüber. Okay. Sehr gut. Ja, so. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir müssen hier in die Mine oder sowas. Aber ist scheinbar doch nicht so. So, da sind wir schon wieder beim Schmied. Na, komm mal noch ein Stückchen vorwärts hier. So, hast du wirklich tolle Exemplare gefunden. Jetzt müssen wir diese nur noch in Färbemittel verwandeln. Ui, ich werde dir helfen. Ich werde sie zu Pulver mahlen, das du benutzen kannst. Komm morgen zurück, dann wenn ich fertig bin. Und so weiter. Ach Mensch, der Tagesblogger. Okay. So, okay, ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, das ärgert mich immer so. Wisst ihr, am liebsten würde ich das manchmal hier irgendwie überspringen wollen. Aber ja, es kostet halt so, dann schon wieder so. Kostet halt dann schon wieder Star Coins. Aber. Das ist Mist. Weil man dann eben immer so. Naja, was soll ich sagen? Man muss dann halt immer irgendwie warten. Da kommt man dann immer so ein bisschen raus und so. Naja, gut. Ich gucke jetzt mal. Was drücke ich halt eigentlich immer? Escape. Ich gucke jetzt mal, was wir hier noch für Quests haben. Mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal, ja. Gehen wir mal nach Fort Pinta zum Hauptmann. So, da sind wir hier beim Hauptmann und der hat hier auch irgendwas für uns. Schauen wir mal. Punkt 4, stelle die Sicherheit um die Basis wieder her. Stimmt, das war ja, wo wir ja auch in der letzten Folge irgendwas hier gemacht haben. Oder? Ich glaube. Was mich beruhigen? Wie mich beruhigen? Entschuldige, Schnuff. Ich verstehe nicht. Ich wollte eigentlich Soldat werden und nicht Wachmann. Der Doktor hat aber gesagt, dass mein Kopf zu groß ist.
Schnuff, manchmal träume ich dann so vor mich hin und dann fühle ich mich wie ein echter Offizier. Ist das okay? Versprichst du mir das? Danke. Du musst mir sagen, wenn ich zu weit gehe. Und erzähle niemandem davon. Versprichst du das? Och, meine Güte, das ist ja alles irgendwie... Ja, seht ihr, das meine ich halt. Das ist so... Naja. Danke, ich versuche mich zu beruhigen. Ich sollte mir einen Hund anschaffen, damit ich jemanden rumkommandieren kann. Das ist gar nicht mal so dumm. Ich werde es mir überlegen. Okay, hier geht's weiter. Alles klar, ein Schloss für das Tiergeschäft. Gut. Punkt 6 meine ich. Verzeih mir, wenn ich schrie. Sicherheit ist ein großes Problem in dieser Basis. Damit meine ich Tiergeschäft. Es gibt nicht mal ein richtiges Schloss an der Tür. Beortere ein qualitatives und anerkanntes Vorhängeschloss vom Lieferanten Marston. Also damit meine ich den Schmied. Also schon wieder zum Schmied. Auf geht's. Also es sind auch so wenig Erfahrungspunkte. Wisst ihr, Lieben, ich finde das immer so ein bisschen, demotivierend, wenn man da so, keine richtigen Erfahrungspunkte bekommt für das Hin und Her. Aber gut, okay. Wir machen es ja trotzdem gerne. Es ist ja auch irgendwo interessant. Okay, Punkt 5. Falls die Kommandanten, also die Katzenbabys, Hundewelpen und so weiter wieder entlaufen, müssen wir sie schnell fangen können. Besondere Verzeihung bittet die Tierärztin Silverclit darum, die Tiere hier mit dem Chip auszuschalten. Okay, das ist ja sehr, sehr wichtig, so ein Chip. Ja, mein Hund Raya ist auch gechippt, wenn sie mal irgendwie entlaufen oder sowas und sie sind nicht gechippt, dann kann man den Besitzer nicht ausfindig machen. Und das ist natürlich schrecklich. Also, ja. Genau, dafür ist ja so ein Chip sehr gut. So, wo will ich denn jetzt hin? Okay, ich denke, wir fahren mal erst nach Moorland zum Schmied nochmal. Und danach dann zur Tierärztin im Silverkleid. Das sehen wir uns gleich beim Schmied. So, ihr Lieben, da vorne ist gerade ein Julbock gelandet. Deswegen haben wir jetzt hier auch eine andere Musik. Und diesen Schnee und so und Nebel. Ja, so, okay. Ein Schloss, damit die Tiere nicht weglaufen. Ja, natürlich. Ich denke mal, jetzt muss man bestimmt hier helfen. Was ist das denn jetzt? Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir hier schon wieder den Tagesblocker. Na gut, okay. Dann geht's jetzt auf zur Tierärztin, ihr Lieben. Dann sehen wir uns gleich da wieder. So, ihr Lieben, dann sind wir hier bei der Tierärztin und ich denke mal, die hat bestimmt auch einen Tagesblocker für uns gleich. Chips für die Tiere, weil das dauert sich erstmal eine Weile. Hallo, Abigail. Und? Das war doch klar. Die Tiere wurden markiert, so ein Quatsch irgendwie, ich weiß nicht. Also, seht ihr, das meine ich, weil manchmal, da ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, da lohnt sich das manchmal gar nicht, so ein Video zu machen, nur um einmal kurz eine Quest abzugeben, um den Tagesblocker dann zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, naja, gut. Was soll's? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch machen könnten. So, ihr Lieben, wir haben jetzt hier einen scharfen Szenenwechsel. Ich habe hier zwischendurch, das habt ihr gar nicht mitbekommen, noch schnell das Rennen gemacht bei Lizzie. Und mein Pferdchen ist jetzt ein Level gestiegen. Hier haben wir jetzt hier Level 10. Und bin dann direkt jetzt hier noch bei Joey stehen geblieben, weil er hat ja auch noch eine Quest. Er sucht hier Super Jarl oder wie auch immer, was auch immer das sein soll. Und ja, würde ich sagen, machen wir die mal noch schnell mit. Und ich hoffe, dass wir dann jetzt bald dann die Schatzjagd dann mal anfangen können. Genau, so. Machen wir mal das hier, weil das klang mir jetzt irgendwie hier interessant. Und ja, machen wir mal hier weiter. Okay, buhu, super, ja, wo bist du? Buhu, uhu, uiuiui, was ist das denn, ein Roboter? Oh, Rotz, hallo, du, hast du Jarl, Super Jarl gesehen, Rotz? Wer Super Jarl ist? Das weißt du nicht. Er ist der Beste, der Größte, der Stärkste. Und er fliegt schneller als ein Blitz. Wie kann man nicht wissen, wer Super Jarl ist? Oh, ich war so überrascht, dass ich ganz vergessen habe, traurig zu sein. Wer bist du eigentlich?
Abigail, du musst wohl die Einzige sein, die nicht weiß, wer Superjal ist. Schluchz. Wenn ich dir sage, wie Superjal aussieht, kannst du mir dann helfen, ihn zu finden? Du kannst, hurra! Superjal ist der größte, stärkste und schnellste, ungefähr 20 cm lang, und er kann die Arme auf und ab bewegen. Und er sagt super coole Sachen, wenn man einen Knopf auf seinen Rücken drückt. Beim Lichte Aidins oder nimm dich in Acht vor Jalas Säbel, elender Wurm Garnox. Uiuiui. Er hat schließlich seinen magischen Jala Säbel. Jetzt weißt du wohl, wer er ist oder nicht. Ha, ist auch egal. Es wäre auf jeden Fall super nett, wenn du mir helfen kannst. Ich suche hier und da hinten. Er muss doch irgendwo sein. Oh, hier bekommen wir sogar ein paar Erfahrungspunkte. So, finde super, ja. Okay. Gut, dann suchen wir ihn mal schnell. Oh, ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht zu lange. Halt, stopp, war da vorne? Gehört das? Nee, Moment mal. Ach so, nee, wenn, okay, wenn das rot leuchtet, da ist dort irgendwas zum Suchen, ne? Ja, so. Halt, hier ist auch. Oh, ich hoffe, jetzt kommt ja nicht schon wieder so ein Tagesblogger, ey. So, du hast nichts Interessantes gefunden. Okay, Moment, da muss ich einmal kurz hier zurück. Ja, hier auf dieser Kürbisfarm, hier hatte ich da so Kürbisse gesammelt für die als Geburtstagskuchen. Es sollte als Geburtstagskuchen für die Lissi dienen. Dann hat sie mir die, ach ja, dann hat sie mir die Strecke freigeschaltet. Aber alle, die hier schon weiter sind, die wissen das ja, ne? Ja, fand ich jetzt nicht so nichts Besonderes. Mir war das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass man da jetzt extra ein Video machen muss. Das war mir jetzt dann irgendwie nicht so, naja. Es sei mir verziehen. Ihr Lieben, ich habe das Gefühl, ich muss hier hoch. So, weil ja hier die Blase ist. Na, bin ich ja erstmal nee. Halt, stopp, jetzt wäre ich auch noch fast hier runtergestürzt. Was ist denn jetzt hier in dem Haus? Ich glaube, ich muss... Oder ist das hier drinnen? Ach, ich glaube, ich schlitter jetzt mal hier runter. Mal sehen, ob das... Okay, das könnte funktionieren. Ach, komm schon, ich muss hier runter. So, vielleicht hier drinnen. Ich guck mal hier rein. Das, weil da ist ja genau die Blase. Und? Nö, sieht nicht so aus. Komisch, wo ist das Ding denn dann? Hä? Ach so, wartet mal, hier geht's ja auch noch rein. Oder es könnte hier... Nee, ach so, hier sind ja nur die Pferde, die man kaufen kann. Na, sagt mal, wo ist denn das? Hier drin? Aha, ist aber auch sowas wie, wo wir gerade waren, ne? Du hast Superjahr gefunden. Ach, na Gott sei Dank. Jetzt stürzen wir uns direkt hier in die Tiefe. Gut. Na, mal sehen, was jetzt kommt. Super, ja, du hast ihn gefunden. Danke, danke, danke. Ich werde ihn nie wieder verlieren. Ich verspreche es. Abgeschlossen. Okay, ihr Lieben, das war's. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, da kommen jetzt noch wieder ewige Sachen und so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Und ja, dann bin ich schon total gespannt auf die Schatzsuche dann bei James in Fort Pinter. Und ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt halt, naja, das Video mehr Gelaber war, würde ich sagen. Und nicht so viel, naja, nicht so viele Quests und sowas. Aber
Aber okay. So, gut. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag oder Abend und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis bald, ihr Lieben.